Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich finde, dass man auf LeeChess sehr gut gegen den Computer trainieren kann. Und solche Trainingspartien halte ich für wichtig, um seine Spielstärke zu steigern, weil es geht darum, dass man einfach längere Partien spielt, dass man einen Gegner hat, der ein bisschen stärker ist als man selber. Es hilft einem nichts, wenn man 10 Partien gegen einen schwachen Gegner spielt und alle gewinnt. Das bringt einen nicht weiter. Man braucht eine Herausforderung, man braucht eigentlich immer jemanden, der ein bisschen stärker ist. Und dafür eignet sich der Computer auf LeeChess sehr gut. Der Computer nutzt Stockfish und wir wollen uns heute mal anschauen, wie gut spielt Stockfish auf Stufe 3, wenn er schwarz hat. Das heißt, wir haben Stufe 3 und wir spielen weiß und der Computer spielt dann schwarz. Die LeeChess-Bewertung von Stockfish auf Stufe 3 ist 1400. Würde in DWZ so etwas bedeuten wie 1100 bis 1200 DWZ. Das ist schon ein Spieler, der... Was hat er gespielt? Okay. So schnell. Da haben wir D6. Was ich sagen wollte, ein Jugendlicher, wenn er Turniere macht, dann nähert er sich bald dieser Tausendergrenze, und da rede ich denn schon von einem fortgeschrittenen Spieler, weil diese Tausendergrenze überschreitet man nicht, wenn man sich jetzt nie irgendwie mit Eröffnung oder so beschäftigt hätte, wenn man sich nie mit Endspielen beschäftigt hätte. Das heißt, da ist wirklich einer, der hat sich schon mit Schach beschäftigt, und dann überschreitet er diese Grenze von 1000 und der kann schon richtig gute Spiele hinlegen. Da sind immer dann noch Patzer drin, da sind vielleicht strategische Fehler drin, da sind dann Schwächen im Endspiel drin, aber der spielt richtig stark. Und deshalb sollte eigentlich hier Stockfish auf Stufe 3 tatsächlich langsam eine Herausforderung sein. Diese Öffnung ist aber jetzt etwas seltsam, weil normal würde man ja erwarten, dass er hier sich den Bauern zurückschlägt. Und was die Dame jetzt auf D6 soll, ohne den Bauern zu schlagen, erschließt sich mir nicht, weil unser Bauer ist ja hier gut. Der schränkt ja Schwarz durchaus ein. Und das nutzen wir jetzt einfach mal und entwickeln eine Figur und decken damit gleich den Bauern. Und jetzt bietet er den nächsten Bauern an. Und das ist jetzt etwas, jetzt verstehe ich es vielleicht so langsam, was die Idee ist. Das heißt, Schwarz spielt hier ein Gambit. Gambit kommt aus dem Italienischen. Gambare, ein Beinchen stellen, ist aus der Ringersprache. Das heißt, man opfert einen Bauern, um dadurch einen Entwicklungsvorsprung zu bekommen, Figuren zu entwickeln, weil der andere vielleicht den Bauern schlagen muss und er wegziehen muss oder wie auch immer. Denn hätte Schwarz allerdings jetzt hier auch mit einer Figur schlagen müssen. Und jetzt hat er einfach einen Bauern verloren und er hat hier einen isolierten Bauern. Das heißt, diese Eröffnung ist sehr gut für uns gelaufen und wir stehen sehr gut. Also da hat definitiv Schwarz bessere Wege zu spielen. Aber wir müssen ja hier jetzt nicht traurig sein, weil wir sozusagen aus der Öffnung super herausgekommen sind. So. Jetzt haben wir noch eine Leichtfigur nicht entwickelt. Um die mache ich mir jetzt Gedanken. Und um die Rochade. Wir können auch einmal den Läufer befragen und sagen, was willst du eigentlich? Das können wir mal machen. Vorher sollte man nicht unbedingt solche Züge spielen. Das nennt man auch so Eselsohren. Aber wenn hier eine Figur auftaucht, kann man gerne die mal befragen und schauen, was willst du denn machen?
Und solange ich hier noch keine Rochade gemacht habe, kann ich hier auch aggressiv mit den Bauern vorrücken. Das ist durchaus möglich. Und plane dann eher die Rochade auf der anderen Seite. Und habe durch die Tempo, die ich gewonnen habe, auf den Läufer gleich Raum gewonnen durch die Bauern. Und mir fällt gerade auf den Stufen vorher hatte zu diesem Zeitpunkt der Computer schon munter angefangen, Figuren einzustellen. Das heißt, Schwarz hat jetzt hier tatsächlich bloß einen Bauern geopfert. Und das war's dann. Also es ist definitiv eine Steigerung. Gut. Dann schauen wir mal, was passiert. Greift den Springer an. Ja, gibt ja schon so ein paar Tricks, wo man hier schlägt und die Dame schlägt hier zurück. Da hat man hier so Dame und Turm auf einer Diagonalen, aber er kann noch eigentlich zu viel dazwischen stellen. Das funktioniert noch nicht. Dann entwickeln wir nochmal und drohen so ein bisschen Abzüge. Abzüge. Er schlägt. Jetzt können wir uns überlegen, wie schlagen wir zurück. Mit den Bauern zurückzuschlagen wäre eine schöne Gabel, eine Bauerngabel. Das Problem ist, die Dame kann sich hier mit Schach retten. Wir müssen zurückschlagen und dann geht der Springer weg. Da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es das Beste ist. Ich glaube, da würde ich jetzt doch eher mit dem Läufer bevorzugen. Wir gewinnen ja auch ein Tempo auf die Dame. Die Dame muss jetzt ziehen. Auch ein vernünftiger Zug. Greift unseren Bauern an. Da müssen wir jetzt mal überlegen, ob wir ihn schlagen, dort reinschlagen lassen oder nicht. Ich glaube, wir sollten ihn nicht reinschlagen lassen. Manchmal ist es tatsächlich eine Idee, dass man sagt, schlag rein und wir gewinnen hier ein Tempo auf die Dame und entwickeln den Turm. Das ist aber hier jetzt so ein bisschen kritisch, weil der Läufer auch noch hier drauf ist. Das heißt, die Dame kann sich hier weiter durchfressen. Das heißt, da sollten wir jetzt mal decken. Und dann schauen wir mal, ob er hier die gefesselte Figur nochmal angreift. Nein, macht er nicht, greift den Läufer an. Also eine Idee wäre jetzt ja tatsächlich gewesen, dass er sagt, ich greife hier die gefesselte Figur nochmal an. Das macht er nicht, greift den Läufer an. Der Läufer ist eigentlich ganz nett, den möchte ich doch eher mal behalten. Vor allem, da er seinen Springer jetzt hier auf ein Feld gestellt hat, das er nicht so gut entwickeln kann. Jetzt droht er hier so ein bisschen abzuziehen und den Bauern zweimal anzugreifen. Da schauen wir jetzt erstmal, wohin möchte doch denn die Dame überhaupt gehen? Jetzt ist er zurück.
Dann machen wir mal die Rochade. Der Springer kann jetzt hier reinkommen. Jedenfalls hier. Ich kann nicht schlagen, weil meine Dame dahinter ist. Und jetzt entwickelt er seine letzte Leichtfigur. Das ist gut. Gefällt mir. Also ganz generell bin ich aktuell zufrieden mit der Stufe 3. Also unabhängig jetzt von dieser etwas kreativen skandinavischen Gambit-Variante und auch davon, dass er jetzt seinen Springer zurückentwickelt, hat er tatsächlich keine Figuren eingestellt, jedenfalls nichts, was ich gesehen hätte. Und wir haben jetzt schon 17 Züge gespielt, also wir sind definitiv jetzt hier auf einer Stufe, wo es tatsächlich schon eine kleine Herausforderung ist. Unsere Läufer sind gut, hier auf den Diagonalen. Unser Bauer ist ein bisschen unangenehm hier gefesselt. Und sein Läufer ist auf der Diagonale auch recht gut. Das heißt, da ist jetzt die Frage, wie gehen wir da weiter vor? Der ist schlecht, der König in der Mitte ist schlecht. Über die können wir mal streiten, sind aber okay. Und der ist gut. Jetzt greift er den wieder an. Okay, er macht sich hier ein Feld für den Läufer auch vielleicht ein Feld, über das sich der Springer wieder zurückentwickeln kann. Wobei man sich fragen kann, warum er überhaupt da zurückgegangen ist. Ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne, deswegen habe ich den Bauer vorgespielt, mit meinem Turm mal aus der Fesselung raus. Bloß wo geht der Turm jetzt hin? Gehen wir mal rüber. Und schauen, wie er reagiert. Okay, greift den Turm gleich an. Meine Läufer waren ja eigentlich ganz, ganz nett, die wollte ich ja eigentlich nicht hergeben. Wenn ich aber jetzt was dazwischen stelle, dann ist der Bauernvorstoß ein bisschen unangenehm, weil ja hier auch noch die Fesselung ist und der Turm den ja auch schlagen kann, weil er zweimal angegriffen ist. Wenn ich den Läufer dazwischen stelle und er tauscht, dann hängt auch der Bauer hier. Das heißt, ich würde jetzt doch lieber wieder weggehen. Und wenn er jetzt rüberkommt, werde ich das doch einfach mal decken. Okay, jetzt nutzt das aus, dass meine Dame noch hier hinter steht. Und da können wir also schlagen, ist jetzt schlecht.
Man könnte überlegen, ob man vorbeigeht, aber dann muss man eben immer abzählen. Es ist zweimal angegriffen, es ist zweimal gedeckt. Ja, passt noch. Wäre eine Idee, könnte man in Erwägung ziehen. Wenn ich schlage, er schlägt zurück. Dann kann ich nicht schlagen, weil ich eben diese Fesselung habe. Aber ich glaube, wir können hier mal unseren Turm entwickeln. Weil seine Schwäche ist ja vor allen Dingen auch der König, der noch in der Mitte steht. Heißt, wenn er jetzt hier geschlagen hätte, dann wäre die Linie aufgegangen zu seinem Turm. Die macht er jetzt erstmal zu. Und vielleicht können wir jetzt ja auch irgendwann auch mal ein bisschen aktiv werden, nachdem wir jetzt schon ein paar Züge gebraucht haben, um unseren Figuren wieder so ein bisschen Entwicklung zu geben, so ein bisschen Leben zu geben. Schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht auch irgendwie hier... Also gut. Also die Rochade hätte er vielleicht auch ein bisschen einfacher haben können, indem er hier nicht irgendwie den Springer erstmal rein und wieder ausspielt. Jetzt können wir zumindest mal hier schlagen, weil unsere Dame ist ja weg. Das heißt, wir haben uns jetzt endlich mal einen zweiten Bauern erkämpft. Wir gucken zuerst immer, was droht der Gegner, welche Schachs hat er. Also, hier kann er wegnehmen, hier kann er wegnehmen, da kann er wegnehmen und schauen, bringt das was, bringt das nichts. Und dann schauen wir selber noch, ob wir gerade etwas wegnehmen können. Wir können den wegnehmen. Dann nehmen wir den mit Schach weg. Und wir müssen auf das Schach reagieren. Das bringt uns also nicht so viel. Also gehen wir jetzt zurück. Retten unseren Läufer, decken diesen Bauern. Sein Läufer ist immer noch angegriffen. Er opfert. Ich sehe kein Matt oder irgendwas. Das heißt, ich schlage jetzt einfach zurück. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt 28 Züge gedauert, bis er zum ersten Mal jetzt tatsächlich hier eine Figur verloren hat. Wenn jemand so munter opfert, geht immer erstmal davon aus, dass es eine Falle ist. Also denkt immer, dass eine Falle ein typisches Motiv hier wäre. Man eropfert Figuren rein, um vielleicht mit der Dame irgendwie einen Dauerschach oder sowas hinzubekommen. Das war jetzt hier aber nicht der Fall. Meine Figuren hängen so ein bisschen unkoordiniert in der Gegend rum. Auch eben ungedeckt, also hier, also der ist ungedeckt. Also deswegen gruppiere ich hier eben so ein bisschen sinnvoll um. Und schaue eben immer erstmal, kann ich irgendwo was wegnehmen, kann ich Schach sagen, kann ich irgendwo was angreifen. Und eine Idee ist jetzt zum Beispiel hier den Läufer hier in die Mitte zu stellen, greift die Dame an, steht super da. Es ist aber auch immer so, das sind so typische Motive, wenn der Gegner Figuren auf eine Linie steht, auf eine Diagonale steht, dann sollte man das immer prüfen. Und hier haben wir eben jetzt einen Spieß. Der Läufer spießt die zwei Figuren auf. Das heißt, hier gewinnen wir eine Qualität. Ja,
Ich meine, der Turm ist immer noch angegriffen. Er greift unseren Turm an. Und jetzt sind schon zwei Figuren von ihm angegriffen. Macht das irgendwas? Nein, das heißt, wir können hier auch eine Figur gewinnen. Und wenn ich es jetzt schaffe, die Dame zu tauschen, dann hat er gar nichts mehr, mit dem er noch irgendeine Gefahr ausüben kann. Solange eine Dame hat, ist immer noch durchaus die Gefahr da, dass er irgendwie noch einen Dauerschach oder so hinbekommt. Das ist jetzt hier aber auch zu Ende. Und jetzt müssen wir eben bloß noch sauber gewinnen. Schauen wir mal, ob wir seine letzte Figur abgetauscht bekommen. Das möchte er nicht. Und wir haben eben hier kein Matte in der Ecke, weil er immer über die schwarzen Felder uns abhaut. Das heißt, wir müssen hier dann doch so ein bisschen herummanövrieren. Und ja, hier brauchen wir uns gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Wir haben so viel Material mehr, dass wir einfach ganz locker in ein gewonnenes Endspiel abwickeln. Ja gut, denn dann nimmt den sogar gar nicht. Mal sehen, ob er ihn jetzt nimmt. Das tut er. Und die Taktik hier ist, die einfachste Taktik hier ist, man schließt den gegnerischen König eben aus. Und rennt dann einfach mit den Bauern durch. Holt sich eine zweite Schwerfigur. Und das Motiv 4, das man eben kennen sollte, ist das Treppenmatt. Diese zwei Figuren gehen abwechselnd die Linie hoch oder die Reihe hoch, wie so zwei Füße eine Treppe, und setzen Matt. Im Anschluss sollte man immer auf das Analysebrett gehen. Wir haben skandinavisch gespielt. Hier findet der Computer noch 25.000 Meisterpartien. Hier findet er keine einzige mehr. Also das ist tatsächlich ein ungewöhnlicher Zug. Und
hier jetzt mit dem Springer zu schlagen, wäre eine Art Gambit, das ich hätte nachvollziehen können. In der Situation mit der Dame zu schlagen, wäre ein Riesenpatzer gewesen. Er hat mit dem Bauer zurückgeschlagen. Und ja, der Computer sagt hier plus 2. Klar, wir haben nicht nur einen Bauern mehr, sondern wir haben auch mehr Figuren entwickelt. Also wenn das jetzt ein Gambit hätte sein sollen, hat das nicht besonders geklappt. Hier jetzt diese Idee, okay, ich habe die Rochade nicht gemacht, also kann ich auch quasi einen Bauernsturm starten. Ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv gespielt, aber schadet hier jetzt nicht viel. Hier habe ich noch eine Leichtfigur entwickelt. Besser wäre gewesen, den Bauern vorzuspielen und wenn er schlägt, hier tatsächlich mit dem Bauern zurückzuschlagen. Ich wollte gerne eine Figur entwickeln. Und ja, hier springt der Computer jetzt ein bisschen hin und her. Da muss man dann auch mal abwarten, sich die Varianten anschauen. So wie es sich aussieht, wäre mit den Bauern schlagen genauso gut gewesen. Und hier kann man Überlegungen vorgehen. Eine interessante, die ich jetzt im Spiel überhaupt nicht gesehen habe. Vielleicht habt ihr sie gesehen. Wäre den Läufer hier hinzubringen. Mit dieser Drohung. Ich habe den zweitbesten Zug gespielt. Ja, habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, dass ich auch einmal relativ schnell gezogen habe und ein bisschen was erzählt habe. Wenn man tatsächlich hier jetzt sagt, ich habe 90 Minuten und ich habe jetzt nur 6 Minuten von der Bedenkzeit verbraucht. Also, aber wenn ich jetzt hier tatsächlich ein bisschen überlegt hätte, hätte man vielleicht gesagt, okay, gut, dann kann man solch einen Zug auch finden. Aber ich behalte ja auch meinen Vorteil. Hier möchte ich gerne das Läuferpaar behalten, weil das Läuferpaar stark ist. Ja, und hier springt der Computer ein bisschen mit den Ideen hin und her. So schlecht findet er meine Rochade auch nicht. Und das war eben ein Zug, der war nicht so toll, den Springer hier zurückzuentwickeln quasi. Und nachher spielt er ihn hier hin. Also das war jetzt ein etwas seltsames Manöver, das Schwarz gespielt hatte. Also den Springer hier hin wäre das schon das Beste gewesen. Wir wollen jetzt nicht zu tief hier ins Detail gehen. Aber es ist einfach so, meine Figuren sind eben auch ein bisschen gefesselt. Also, oder festgelegt. Der Turm bewacht den Bauern. Der Bauer kann sich auch nicht bewegen. Also alles ist ein bisschen gehemmt gerade. Hier haben wir noch immer diese Fesselung, über die ich immer nachgedacht habe. Und deshalb habe ich jetzt eben angefangen, okay, ich muss meine Figuren wieder Bewegungsfreiheit geben. So, dadurch, dass der Bauer vorgezogen ist, kann der Turm sich wieder bewegen. Jetzt hebe ich diese Fesselung auf, möchte als nächstes den Bauern decken. Und dann kann ich wieder aktiv meine Figuren verbessern. Computer spielt hier gut. Und ich spiele auch den besten Zug, weil hier wäre jetzt unsinnig, dann würde ich ja wieder in der Festung stehen. Und jetzt kann ich eben konsolidieren. Der Computer sagt sogar, geh ganz vor und marschiere weiter. Ich wollte diese Bauernstruktur hier festigen, damit diese Figuren nicht nur damit beschäftigt sind, Bauern zu decken, sondern dass die Figuren auch wieder aktiv werden können. Und jetzt sieht man eben, wie meine Figuren dann doch in die Stellung reinspringen. Und hier kam jetzt sozusagen im Zug 25, sozusagen erste Figureneinsteller quasi. Das heißt eine deutliche Steigerung zu Stufe 1 und Stufe 2. Und
Und jetzt gilt es eigentlich nur noch, Figuren zu tauschen und ein Endspiel zu gewinnen. Schauen wir nochmal, haben Mathieu gesehen. Ja, das ist eben das Problem, dass der immer rausläuft. Wir haben jetzt einen weißfältrigen Läufer, können das Feld nicht abdecken. Deswegen haben wir da kein sinnvolles Matt. Und ich habe eben nur nach einem Weg gesucht, wie wir hier eben noch den letzten Läufer zwingen können abzutauschen. Und da mache ich es mir einfach, weil die Stellung mit einer Figur mehr ist einfach gewonnen. Ich muss jetzt bloß den König aussperren und dann könnte ich mir hier auch noch ein paar Damen mehr holen. Und mit zwei Schwerfiguren ist es eben sehr leicht, mit dem Motiv vom Treppenmatt wirklich zu gewinnen. Und hier war ich, glaube ich, ein bisschen irritiert. Hatte ich einen Pre-Move gemacht oder wieso war ich hier jetzt auf das Schach gegangen? Ah ja, genau, ich hatte gedacht, hier wäre ich am Zug. Hat er, glaube ich, aber vielleicht einen Pre-Move oder so gemacht und wollte ihn abschneiden. Aber es hat ja funktioniert. Er ist wieder hochgegangen und dann haben wir eben das normale Treppenmattmotiv. Ja, länger als gedacht. Schwerer als ich dachte, auf Stufe 3 schon. Also durchaus eine Herausforderung. DWZ mit, ich schaue nochmal, also Lichess-Wertung 1400, DWZ so irgendwo 1100 bis 1200. Ist gar nicht so unrealistisch. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gewonnen, wie es ist, gegen Stockfisch auf Stufe 3 zu spielen auf Lichess. Bis zur nächsten Partie. Tschüss.